Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Alien Isolation. Wir laden meine Missionsziele. Ich stopp Power zu Sonne und habe wieder Power Transfer. Transit. Da ist, ich muss hier unten. Ich hoffe mal, dass sich das Alien hier nicht in der Nähe befindet. Ah, verdammt. Verdammt nochmal. Das versuchen wir dann gleich noch einmal. Wir nehmen ja die Flammenwaffe gleich mit. Haben wir hier noch einen Sensor. Wenn ich diesen Facehacker jetzt töte, wird vermutlich sofort das Alien ums Eck kommen. Ich kann es zumindest in die Lüftungsschächten hören. Yep, und hier ist es auch schon. Natürlich. Geh weiter, Junge. Es ist immer noch draußen. Jetzt verschwinde schon, damit ich endlich wieder aufstehen kann. Verdammt. Was habe ich hier drin? Nur Schrott. Ah, Shotgun. Schrotflinten-Muni. Wo ist denn das Vieh schon wieder? Und es ist weitergegangen. Ich hoffe nur, dass es noch so lange bleibt, bis ich wieder in Sicherheit bin. Hier drin versteckt, sollte es mich eigentlich übersehen.
Zumindest so lange, bis meine Fahrgelegenheit hier ist. Aber gut. Holen wir die Flammenwaffe mal nach. Man weiß nie, wenn man ihn brauchen kann. Genau diesen Aufzug muss ich jetzt nehmen. Kein Alien in Sicht. Der ist hier. Und geschafft. Ihr müsst jetzt rausgehen, hier. Torrent to Ripley. Ripley, we're about to move into position for the auto-umbilical dock sequence. We'll be dark on comms until we've matched the decaying orbit of the station and are in position. We're just waiting on you to extend the towing platform clamps. I don't know how you sweet-talked me into this. Ich glaube, ich muss drüben in den Aufzug. Spaceflight Terminal, okay. Jetzt, da ich den Kontakt mit der Torres hergestellt habe, sollte das Spiel ja bald zu Ende sein. Ach, komm schon. So, speichern wir es vorsichtshalber ab. Hier. Verarschst du mich jetzt? Ammo. Ethanol. Aber ich muss jetzt hier hinten komplett ums Eck kommen. Und es geht hier nicht weiter. Den Injektor nehmen wir noch mit. Null haben wir genug. Oh, verdammt. Verdammt, Alien! 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 Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Muss dieses verdammte Vieh ausgerechnet jetzt runterkommen.
Hier oben gab es noch irgendwo einen Passcode. Ich glaube, den habe ich verpasst. Terminal. Nur Schrott dabei. Natürlich. Nein. Swatch. Lammwerfer beziehen. Noch ein Androiden. Oh, der Code 1984. Ich würde wieder den kompletten Weg zurück. Dem Alien, das mich töten will. Und nur mich, niemand anderen. Ach, verdammt. Komm schon. Schrott. Keycard. Okay, ich habe eine Keycard eingesammelt. Die Frage ist nur, für was ist diese Keycard? Hier hinten ist keine Türe mehr, wo ich durch kann. Und alles hier zeigt hierhin. Da habe ich wieder mal hier was vergessen. Nein. Ein Kabel. Doch, ich habe etwas vergessen. Ich muss die Energie herstellen. In der Hoffnung, dass mich in der Zwischenzeit nicht das Alien killt. Hier haben wir diese Keycard, die ich brauche. Eine Flammenwaffe vorsichtshalber mal nehmen. Jetzt geh schon auf. Irgendwie täuschend, dass ich bisher keine Alien-Königin zu Gesicht bekommen habe. Sie ist ja schließlich die einzige, die hier Eier legen kann. Lockt. Es sind immer noch Türen verschlossen. Obwohl ich, so wie es aussieht, ich gleich dem Ende nähern. Ich müsste erst nach links gehen. Hm. Und auch nicht. Vielleicht ist hier hinten noch ein Durchgang. So, es geht weiter geradeaus.
Ach komm schon. Das Alien ist, glaube ich, noch in den Lüftungsschächten. Eine Speicherstation. Verwenden wir diese mal. Ja, zumindest keine Gegner in der Nähe angezeigt. Wenn ich schön brav und leise bin, wird mich dieses böse Alien auch nicht jagen. Hoffe ich doch mal. Das versuche ich ja gerade, Mädchen. So, jetzt muss ich hier vermutlich wieder die Energie herstellen. Keycard required, natürlich. Wie könnte es anders sein? Generator, schnell. So, was haben wir hier hinten? Nichts. Hier geht es weiter anscheinend. Sollte ich mich eigentlich verstecken, davon muss ich gleich, dass das Alien um die Ecke kommt. Es scheint, die Waffe nicht gehört zu haben. Oder vielleicht doch. Natürlich ist genau den Weg reingekommen, wo ich raus bin. So, wo geht es jetzt wieder weiter? Ich sollte hier gerade raus, aber das Alien befindet sich gerade draußen. Yep. Es ist am Boden. Molotov Cocktails sollen ja auch ziemlich effektiv sein. Ich kann etwas Medik bauen. Das Alien ist mir zu nahe. Yep, viel zu nahe.
Komm, verschwinde ich schon wieder in die Lüftungsschacht. Ich scheine hier auch lang gehen zu können. Ach, komm schon. Hier vermutlich die Ratte aus durch. Es patrouilliert immer noch auf den Gängen. Jetzt ist es fort. Es ist wieder hier. Unglaublich. Ach, leck mich doch. Die Scheiße hat mehr Glück wie Verstand. Wo ist ein Platz, wo ich mich verstecken kann? Bevor die Scheiße wieder auftaucht. Ah. Komm schon. Hier ist niemand für dich zum Töten. Ganz genau. So ein gutes Alien und bleib mir vom Leib. Du wirst mich wohl verarschen. Ich will dich gleich töten. Ich weiß es. Hier hinten durch. Okay, bisher funktioniert das noch. Leise sein, nicht rennen. Das. Dann speichern wir das Spiel einmal. Überschreiben, ja. So. Hier durch.
Mann. Was soll ich halt diese Scheiße gerade? Komm schon, Tür verschlossen. Munition. Hier. Aha. Da, nein. Das ist sowas von unnötig, dass sie das eingefügt haben. Jetzt die ganze Zeit Katze und Maus spielen mit dem Ding, oder? Verschwinde! Alle Türen geschlossen. Nee, nee, das Licht bleibt aus. Flammenwerfer im Anschlag. Ich kann gleich den Weg nehmen. Natürlich. Ist das Alien rausgekommen? Man hat das Gefühl, dass diese Ereignisse eher gescriptet sind als zufällig. Gleich nachladen. Keiner Einschuss. Ich kann zumindest nicht hören, ob es jetzt am Boden ist oder in den Lüftungsschächten. Das nervt mich schon gerade etwas. Nein, es ist direkt hier am Boden.
ist der Weg frei. Bitte bleib jetzt mal eine Minute da drin. Ob ich diesen Generator wieder anwerfen kann. Ich habe gehört, irgendwo im Internet gelesen, dass das Alien angeblich nicht reagiert, wenn man nur Generatoren einschaltet. Okay, eine alternative Route. Aber die Route zeigt immer noch den Weg nach hier hinten an. Diese Musik nervt wirklich tierisch, wenn man versucht, sich zu konzentrieren. Das Problem ist, dass ich jetzt das Alien nicht mehr hören kann. Wegen dieser dämlichen Hintergrundmucke, die läuft. Sagen wir mal. Hier, genau das meine ich. Hätte jetzt beinahe das Alien überhört und wäre genau reingelaufen wegen dieser scheiß Musik. Ach nein! Oh mein Gott, jetzt reicht diese scheiß Mucke schon wieder. Und in das nächste Level, Gott sei Dank. Gott, diese Musik nervt sowas von, wenn man versucht, sich zu konzentrieren. Find a way for the Torrents to dock. Dann speichern wir jetzt einmal und beenden auch dieses Let's Play gleich. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, weil es heißt Let's Play Alien Isolation.